Willkommen auf der CutMesse 2014. Unser Thema heute am warmen Nachmittag: Autodesk Vault und MUM PDM. Höhere Produktivität durch Klassifizierung und Automatisierung. Ja, ganz kurz zu mir. Mein Name ist Thorsten Eilers und ich bin tätig am Standort Oldenburg als Bereichsleiter Industrie beim Mensch-Maschine-Systemhaus in Oldenburg, wie gesagt. Ja, an wen richtet sich diese Präsentation? Vor allem an Unternehmen, die ihre Prozesse optimieren möchten, indem sie die Wiederverwendung ihrer Teile und Baugruppen erhöhen, wiederkehrende Abläufe automatisieren, Informationen zwischen dem CAD-System und dem ERP-System austauschen und den Informationsfluss und Austausch im Unternehmen erhöhen. Vom Ablauf der Präsentation sieht es so aus: Ich werde erst die Funktionalitäten in einer kleinen PowerPoint als Übersicht darstellen und im Anschluss schauen wir uns das dann ganz auch dann live an. Hier auf dieser Folie noch ganz kurz einmal die Übersicht über die verschiedenen Vault-Versionen. Uns interessieren hier dann im Prinzip die beiden Versionen Vault Workgroup und Vault Professional. Wobei der Vault Workgroup bei uns von Mensch und Maschine eigentlich so das Standardprodukt ist. Der Vault Professional ist ja von Autodesk vorgesehen, um ERP-Systeme an den Vault anzukoppeln, wobei wir das generell schon mit dem Vault Workgroup realisieren. Ja, Datenmanagement mit Autodesk Vault bedeutet die Verwaltung und der Informationen aller produktrelevanten Dokumente, sei es CAD-Zeichnungen, Bauteile, Baugruppen, natürlich auch anderweitige Modelldaten aus FEM, Simulationssystemen etc., Neutralformate, Office-Dokumente und so weiter. Der Vault bietet dabei eine optimale Integration in die CAD-Systeme und in Microsoft Office und optional die Möglichkeit, an Warenwirtschaftssysteme anzukoppeln. Die Strukturen werden dabei automatisch erstellt und die Verwendung der Dokumente ist nachvollziehbar. Wir von Mensch und Maschine haben jetzt den Vault insofern erweitert durch unsere eigene Produktserie MUM PDM, Entschuldigung. Und auf dieser Folie sehen Sie im Prinzip die wichtigsten Module dieser Produktserie. Das ist einmal das MUM Pinpoint als Abfragesystem für die verschiedensten Sachmerkmale, das MUM ERP Exchange, die verfahrensneutrale ERP-Schnittstelle, der MUM Job Server zur Automatisierung wiederkehrender Prozesse, das MUM eView zur Integration von CAE-Systemen, das Migration Tool, um große Datenbestände in den Vault hinein zu importieren, und der MUM Web Client, um über einen Webbrowser auf den Vault zu schauen, als lesenden Zugriff. Im Einzelnen nochmal: Das MUM Pinpoint ist im Prinzip auch, sage ich mal, das Basismodul, das wichtigste Modul dieser Produktserie. Dient dazu, um Dokumente strukturiert abzulegen, bietet dazu eine Klassifizierung nach beliebigen Kriterien und Sachmerkmalen, bietet die Abbildung von Standards, Regeln und logischen Zusammenhängen bei der Dateiablage. Man kann die verschiedensten Zeichnungsnummernsysteme hinterlegen. Man hat eine eigene Vault-Suche, man kann im Vault selbst Dokumente anlegen. Wir können auch die Dateieigenschaften oder die Sachmerkmale anhand der Klassifizierungsmerkmale wieder ändern. Und wir können Pinpoint an verschiedene Datenbanken anbinden, zum Beispiel für Auswahllisten. Wir haben auch Funktionalitäten, um im Vault Dokumente zu verschieben und zu kopieren und dabei auch gleich zu klassifizieren. Wir können das Ganze dann auch integrieren in das MS Office. Und ich sag mal, das MUM Pinpoint ist letztlich auch die Basis dafür, um halt diese direkte ERP-Kopplung mit einem Vault Workgroup schon realisieren zu können. Es gibt dann auch für das MUM Pinpoint ein Konfigurationstool für die Anwender, sodass sie sich die Sachmerkmalsleiste dann auch selbst anpassen können. Hier nochmal die Produktmatrix von MUM Pinpoint, gehe ich mal eben drüber weg, ist nicht so wichtig. Dann einige Dialoge aus dem Pinpoint. Diese PowerPoint kann ich Ihnen auch gerne zur Verfügung stellen, darum zeige ich auch immer diese Dialoge, die wir uns dann aber im Anschluss gleich live anschauen. Das ist vielleicht noch ganz interessant: Hier ist das Admin-Tool, um die Sachmerkmalsleiste zu administrieren. Schauen wir uns aber auch noch an.
So, kommen wir zur ERP-Schnittstelle, die auch gleich in der Demo eine Rolle spielen wird. Wie gesagt, da gehen wir einen wenig anderen Weg als Autodesk. Wenn wir hier nochmal in dieser Grafik uns anschauen, wie das funktioniert, dann sehen wir halt unten die Applikationen, mit denen die Dokumente erzeugt werden, sei es Inventor, Office, AutoCAD etc. Und über den Vault-Client werden die Dokumente dann normalerweise in den Vault hinein importiert. Über allem oben schwebend das ERP-System, und in vielen, vielen mittelständischen Unternehmen ist die ganz typische Schnittstelle zwischen Vault oder Inventor und dem ERP-System Excel und dem Zehn-Finger-System. Wie stellt Autodesk sich das jetzt vor? Autodesk geht den Weg oder schlägt den Weg vor, dass man sozusagen die ERP-Information, die Artikelinformation in den Vault Professional importiert. Der Vault Professional hat ja einen eigenen Bereich für Artikel, heißt dort Stammdaten. Und in diesem Bereich importiert man die Artikelinformationen aus dem ERP-System und verknüpft dann im Vault das Dokument, das man erzeugt hat, mit dem Artikel. Da gibt es ein paar Nachteile. Einer der wichtigsten Nachteile ist der, dass man redundante Daten erzeugt. Man hat einmal die Artikel im ERP-System und im Prinzip den gleichen Artikelsatz nochmal im Vault Professional, und diese beiden Artikelstammsätze muss man dann immer abgleichen. Wenn man dann noch beginnt, diese Artikel dann freizugeben, dann wird es völlig komplex. Der zweite Nachteil ist der, dass es vom Handling eigentlich recht aufwendig ist. Also das Verknüpfen des Dokuments mit dem Artikel im Vault ist nicht mit einem Klick getan, sondern es ist ein bisschen aufwendig. Und der dritte Nachteil ist der, dass der Vault Professional halt relativ teuer ist. Wir von Mensch und Maschine gehen jetzt einen anderen Weg, und zwar dadurch, dass wir das Moom Pinpoint als Zusatzclient haben, schauen wir sozusagen direkt in das ERP-System hinein. Wir puffern sozusagen die Artikelinformationen nicht im Vault, sondern holen sie über Moom Pinpoint direkt aus dem ERP-System, in dem Fall eine lesende Sicht, und importieren sie und speichern sie in das Bauteil oder in die Baugruppe. Und da kann man sich vorstellen, wenn man eine Baugruppe mit 10 Teilen hat und das für jedes Dokument, für jedes Bauteil macht, dann hat man im Prinzip eine artikelbasierende Stückliste, die man an das ERP-System wieder zurückgeben kann. Wir können über diese Schnittstelle aber noch mehr realisieren. Wir können zum Beispiel auch über diese Schnittstelle Artikel im ERP-System direkt anlegen. Das heißt, der Konstrukteur kann aus seiner gewohnten Umgebung, Inventor, Vault, Artikel im ERP-System direkt anlegen, die ihm dann sofort zur Verfügung stehen. Das Ganze können wir, wie gesagt, realisieren mit einem Vault Workgroup. Der Vorteil halt, der Kosten ist wesentlich günstiger als ein Vault Professional, und wir haben nicht die redundante Datenhaltung der Artikel. Über den Vault würden dann auch die Stückliste direkt an das ERP-System zurückgegeben werden, und damit würde sich der Kreislauf dann schließen. Ja, der Moom Job Server wird eigentlich mit einer solchen ERP-Kopplung auch immer eingesetzt. Zum Beispiel, wenn man dann die Stückliste ans ERP überträgt, dass dann von jedem Bauteil oder von jeder Zeichnung ein PDF erzeugt wird und auch im ERP-System verlinkt wird, sodass alle Informationen inklusive Zeichnungsinformationen dann im ERP des Unternehmens zur Verfügung stehen. Das Moom-Evio, wie gesagt, dient dazu, um CAE-Systeme an ERP-Systeme zu koppeln, ist mal entwickelt worden für E-Plan, ist aber genauso gut einsetzbar mit unserem ECS-CAD. Gut, dann würde ich sagen, schauen wir uns das Ganze mal live an. Fangen wir mal mit dem Inventor an. In dem Fall habe ich hier mal ein kleines Teil konstruiert. Und wenn ich jetzt dieses Teil abspeichere, mal Kopie speichern unter, dann greift an dieser Stelle jetzt das Moom Pinpoint. Und wir fangen sozusagen den Speicherndialog an dieser Stelle ab, um
das Dokument nach einem einheitlichen Regelwerk, das für alle Konstrukteure gilt, zu klassifizieren und dann letztendlich auch abzuspeichern. Was machen wir hier oder was tun wir hier? Wir fangen zum Beispiel ab, dass das Dokument einfach gespeichert werden kann, ohne dass Informationen mitgegeben werden. Es können also Pflichtfelder definiert werden. Wir haben auf der linken Seite eine Ordnerstruktur. Das ist eine Ordnerstruktur, die nicht zwangsläufig im Vault schon vorhanden ist, sondern eine Ordnerstruktur, die vom Unternehmen vorgegeben wird und die letztendlich dann auch die Ordnerstruktur im Vault irgendwann widerspiegelt, aber auch erst hier einmal den lokalen Ablagepfad des Dokumentes im lokalen Arbeitsbereich definiert. Ja. Wenn man diesen Pfad nicht vorgibt, dann kann im Prinzip jeder Konstrukteur eigene Ordner im lokalen Arbeitsbereich anlegen, dort Dokumente ablegen und durch das Einchecken im Vault würden diese Ordner und Dokumente dann angelegt werden. Hat zur Folge, dass die Vault-Ordnerstruktur im Vault dann eigentlich in alle Richtungen explodiert. Hier hat der Konstrukteur keine Möglichkeit, den Ablageort zu beeinflussen. Er wird definiert aus der Ordnerstruktur und wir haben auch die Möglichkeit, diesem Dokument über die Ordnerstruktur gleich Informationen mitzugeben. Das sieht man auch, wenn ich hier zum Beispiel Drehstrommotor anklicke, dann werden hier bestimmte Felder, Bezeichnungsfelder gleich ausgefüllt. Es wird zum Beispiel Zeichnungsnummernkreis vorgeschlagen, der Titel Drehstrommotor wird automatisch ausgefüllt und auch gleich eine englische Bezeichnung generiert. Dann hätten wir hier zum Beispiel noch einen Lieferanten. Diese Lieferantenliste kommt in diesem Fall zum Beispiel direkt aus dem ERP-System. Und auf der rechten Seite oben haben wir die Sachmerkmalsleiste. Hier sind Listenfelder hinterlegt, die jetzt in diesem Fall einen Drehstrommotor beschreiben. Wichtig hier, Listenfelder, dass der Konstrukteur vorgefertigte Eingaben hat, die letztendlich ja nachher auch die Suchbegriffe definieren, um das Dokument im Vault wiederzufinden. Sachmerkmalsleiste deshalb, weil diese Eigenschaften abhängig sind von der Produktkategorie. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel auf Riemenantriebe, auf Riemenscheiben gehe, dann sehen Sie, wird die Sachmerkmalsleiste umgeschaltet und wir sehen die Sachmerkmale, die jetzt eine Riemenscheibe beschreiben. Auch hier in der Vorgabe wieder Listenfelder, so viele wie möglich vorgeben an Listen, sodass der Konstrukteur im Prinzip so wenig Informationen wie möglich eintippen muss. An dieser Stelle könnten wir jetzt auch schon auf das ERP-System zugreifen, um eine Artikelnummer zuzuweisen, möchte ich aber an der Stelle erst später tun. Ich speichere das Ganze jetzt ab. Jetzt werden die Informationen, die wir über Pinpoint generiert haben, in die iProperties des Dokumentes geschrieben. Schauen wir mal kurz rein. Und diese Informationen werden dann durch das Einchecken des Dokuments in den Vault übertragen. Gut, schauen wir uns das Ganze jetzt im Vault an. Wie sieht es hier aus? Gehen wir auch mal auf die Riemenscheibe. Hier ist eine Riemenscheibe und wir haben auch hier jetzt den Vault erweitert durch unsere Pinpoint-Funktionalitäten. Einmal zusätzliche Register und auf Rechtsklick gibt es auch einige Pinpoint-Funktionalitäten. Das heißt, von den Registern her sehen wir hier die Standardregister eines Vault Professionals und hier im ersten Pinpoint-Register sehen wir wieder die Sachmerkmalsleiste. Normalerweise, wenn Sie im Vault Dokumente ändern, dann haben Sie ja hier diese Eigenschaftsrasteranzeige, das heißt diese alphabetische Anzeige der Eigenschaften und wenn man dann eine Eigenschaft ändern will, dann ist das nicht sehr komfortabel, dann muss ich hier reingehen, meine Änderung eintippen und dann durchführen. Wir machen das ein bisschen anders. Im Prinzip können wir dieses Eigenschaftsraster auch wegblenden, mache ich das mal, weil wir die Eigenschaften, die für das Dokument wichtig sind, im Prinzip auf zwei oder auf drei Registern darstellen. Wir haben hier auf dem ersten Register die Eigenschaften, die durch die Sachmerkmalsleiste, durch das Pinpoint generiert werden. Und hier habe ich die Möglichkeit, jetzt auch diese Felder freizuschalten und das Dokument anhand der Sachmerkmalsleiste dann auch zu bearbeiten, die Eigenschaften zu ändern.
Was ich hier nicht ändern kann, in diesem Fall oder mit dieser Methodik, ist den Ablageort. Denn das würde ja bedeuten, dass das Dokument dann gleichzeitig im Board verschoben wird. Einmal auf Speichern drücken und dann werden die Eigenschaften übernommen. Das heißt, mit dieser Funktionalität hat auch ein Mitarbeiter die Möglichkeiten, Dokumente oder Eigenschaften von Dokumenten zu editieren, der überhaupt keinen Inventor hat. Auf dem letzten Register stellen wir dann die Systemeigenschaften des Dokumentes dar und in dem mittleren Eigenschaften im FinPoint-Register wird dann die Stückliste dargestellt. Schauen wir uns erst nochmal die zusätzlichen Dokumentenmanagement-Funktionalitäten an, die wir in den Vault hineingebracht haben. Da gibt es zum Beispiel die Möglichkeit, die es so im Vault ja nicht gibt, neue Dokumente anzulegen. Ja, wir können hier im Vault eine Vorlage auswählen, in diesem Fall vom Inventor. Okay, diese Vorlage übernehmen und jetzt wird nicht ein neues Dokument in irgendeinem Ordner generiert oder einem Template-Ordner, sondern dieses Dokument wird jetzt im Anschluss gleich klassifiziert. Das heißt, wir haben jetzt die Möglichkeit, über die Sachmerkmalsleiste wieder das Dokument zu beschreiben, füllen sozusagen die Eigenschaften aus, können hier sagen, springen nach dem Erzeugen des Dokuments zum neuen Zielordner, anwenden und dann wird das neue Dokument im Vault erzeugt. Dort ist es. Dann haben wir die Möglichkeit, Dokumente zu verschieben und zu kopieren. Muss ich natürlich auf ein Dokument gehen. Ist auch eine ganz wichtige Funktionalität. Wir verschieben nicht einfach, wie der Vault das üblicherweise macht, per Drag and Drop, in einen Ordner und Ordner zu ziehen, sondern wir klassifizieren das Dokument beim Verschieben. Und das ist eine sehr wichtige Funktionalität. Wenn wir uns das nochmal vom Konstruktionsansatz her anschauen, das sieht ja so aus, wir machen eine neue Baugruppe. Also wenn wir eine neue Baugruppe erstellen, dann ist es ja immer ein Mix. Wir haben in einer Baugruppe dann Dokumente, die schon als Kaufteile, Normteile und Dokumente, die wir hier entwickeln und von denen wir noch gar nicht wissen, ob es zum Artikel wird oder ob es ein gültiges Dokument wird. Dann könnte man diese Dokumente ohne viel Information, also ohne viel Information hier einzutippen, zum Beispiel in einen Report-Ordner speichern. Und letztendlich, wenn man dann weiß, dass dieses Teil zum Artikel wird oder in die Werksnormbibliothek aufgenommen wird, dann geht man hier in diesen Importordner, nimmt sich das Teil und sagt, okay, jetzt verschiebe ich das in meine Struktur und klassifiziere es dabei. Ist auch ganz wichtig für Anwender, die zum Beispiel vom PSP, wichtige Funktionalität für Anwender, die vom PSP auf Vault umsteigen, weil nach dem Umstieg ja eine Ordnerstruktur zur Verfügung steht und die Dokumente in dieser Ordnerstruktur klassifiziert werden müssen. Oder ein anderes Beispiel wäre, wenn zum Beispiel Baugruppen von externen Konstruktionsbüros importiert werden, die ja natürlich nicht klassifiziert werden über Pinpoint. Das gleiche haben wir auch nochmal mit dem Kopieren, also auch das können wir hier tun. Kopieren und natürlich auch wieder gleich klassifizieren. Dann ein ganz wichtiges Thema ist das Wiederfinden von Dokumenten. Auch hier schauen wir uns nochmal, da wollte ich eigentlich nicht hin, im Inventor die Sachmerkmalsleiste an. Gehen wir nochmal zurück auf das Teil hier. Nochmal speichern unter. Wenn wir über die Sachmerkmalsleiste einen Teil beschreiben, über unsere Listen etc., dann sind ja die Werte, die wir hier, oder die Listeneinträge, die wir hier vergeben und die Freitexte, die wir hier vergeben, letztendlich die Suchbegriffe im Vault. Wenn wir eine derartige Sachmerkmalsleiste einsetzen und die Möglichkeit haben, für jeden
für jeden Ordner, für jede Produktkategorie eigene Sachmerkmale anzulegen, dann haben wir letztendlich eine Vielzahl von Sachmerkmalen mit einer noch größeren Vielfalt an Einträgen, an möglichen Einträgen. Der Vault selbst bietet aber ja nur diese Freitextsuche. Das heißt, im Prinzip müsste ich ja die Einträge im Kopf haben, ja, um die Dokumente hier wiederzufinden. Und da spielt wieder die Problematik Umlaute, SZ und so weiter eine Rolle. Auch hier haben wir Abhilfe. Wir haben eine eigene Suchfunktion und diese Suchfunktion orientiert sich natürlich wieder an der Sachmerkmalsleiste. Das heißt, wenn ich jetzt wieder mal auf Motoren gehe, dann würden hier wieder die Eigenschaften der Motoren eingeblendet werden. Ich hätte meinetwegen hier 50 Dokumente mit Motoren aufgelistet und über diese Sachmerkmalsleiste könnte ich halt die Liste dann zusammenfiltern. Ich habe aber auch trotzdem auch hier die Möglichkeit, über jede Spalte hier zu filtern, wie man das zum Beispiel auch aus PSP kennt, über Begriffe enthält etc. beginnt mit etc. Das heißt, hier über diese Funktionalität habe ich sehr gute Chancen, mein Dokument, mein Bauteil, meine Baugruppe wiederzufinden und nicht, wie das häufig ist, ein Unternehmen ist, es wird nicht innerhalb der nächsten 5 Sekunden gefunden, dann wird es einfach neu gemacht. Und letztendlich wundert man sich, dass da halt von jedem Dokument oder von jedem Bauteil fast 5 gleiche oder ähnliche Versionen im Vault existieren. Der eigentliche Grund doppelter Dateien im Vault ist eigentlich immer nur, dass sie nicht gefunden werden. Und da bieten wir hier Abhilfe. Das heißt, wenn ich jetzt hier auf OK gehe, dann springt der Vault halt genau auf das Bauteil. Die gleiche Funktionalität bieten wir übrigens auch dann im Inventor an, wenn wir hier zum Beispiel im Bauteil Komponenten einfügen, können wir auch hier über diese Suche, Pinpoint-Suche, unser Bauteil in eine Baugruppe oder hier in ein Bauteil einfügen. Wenn es ein Bauteil wäre, würde gleich das gesuchte Dokument als abgeleitetes Bauteil eingefügt werden. In der Baugruppe natürlich als Komponent. Gut, das sind so die Dokumentenmanagement-Funktionalitäten, die wir in den Vault hineingebracht haben. Diese Funktionalitäten haben natürlich den Vorteil, dass man mit diesen Geschichten auch Dokumente bearbeiten, die nicht über eine CAD-Schnittstelle in den Vault gelangen. Denn normalerweise ist es ja so, dass wir einen Inventor, wir haben einen AutoCAD etc., über den wir ein Dokument erzeugen, wir füllen Eigenschaften, iProperties in diesem Fall aus und über das Einchecken des Dokumentes werden diese Suchbegriffe, diese Eigenschaften im Vault erzeugt. Aber es gibt ja durchaus Dokumenttypenarten, die eine solche Funktionalität nicht zulassen, wie zum Beispiel ein PDF oder eine TIFF-Datei. Die können dann immer noch per Drag and Drop einfach in den Vault hineingezogen werden und über unsere Pinpoint-Funktionalitäten dann nachträglich klassifiziert werden. Okay, dann wollen wir uns das nächste Mal unsere ERP-Schnittstelle anschauen, unsere direkte ERP-Schnittstelle. Ich habe zwar hier an dieser Stelle ein Vault Professional, aber wenn wir mal reingucken hier in die Stammdaten, die sehen, die sind komplett leer. Also ich nutze an der Stelle die Stammdatenverwaltung des Vaults überhaupt nicht. Ich zeige Ihnen das Ganze mit einem ERP-System namens Taxmetall, das hier auch auf dem gleichen System läuft. Und über unsere Mum Exchange Funktionalitäten werde ich jetzt diesem Dokument, das wir hier gerade sehen, einen Artikel zuweisen. Das heißt, ich schalte das hier frei, Bearbeitung, gehe dann hier auf meine ERP-Artikelsuche und schaue jetzt direkt online in das ERP-System hinein. Habe auch hier jetzt wieder die Möglichkeit zu filtern. Könnte jetzt sagen, hier suchen wir mal meine Riemenscheibe aus. Ich weiß jetzt gar nicht, ob es eine Riemenscheibe war, aber ist ja egal. Okay, sage hier, das ist die Riemenscheibe, die ich haben möchte. Sehe hier nochmal die Eigenschaften, die aus dem ERP-System rausgelesen werden.
drücke hier den Knopf Auswahl übernehmen und dann werden diese Eigenschaften aus dem ERP-System direkt in mein Dokument übernommen, einmal speichern und das war's. Der Vorteil dieser Funktionalität ist einmal folgende. Der Konstrukteur muss sich im Prinzip hier nicht mit einem ERP-System auseinandersetzen, sondern er guckt und er schaut einfach lesend über diese Schnittstelle in das ERP-System hinein. Und er sieht im Prinzip auch nur die für ihn relevanten Daten. Der zweite Vorteil dieser Funktionalität ist, dass es ein Online-Zugriff ist. Das heißt, ich schaue wirklich online zeitnah in das ERP-System hinein und sehe alle Artikel, die aktuell zur Verfügung stehen. Im zweiten Fall wollen wir jetzt einmal darstellen, wie es denn aussieht, wenn ein Artikel noch nicht vorhanden ist. Dann würde es ja so aussehen, ich gehe nochmal auf Bearbeiten, dass hier zum Beispiel noch keine Artikelnummer zugewiesen ist. Normalerweise würde man jetzt also vorher schauen, am ERP-System suchen, gibt es den Artikel schon, den ich benötige? Nein, gibt es noch nicht. Dann wäre ja das Szenario, dass ich diesen Artikel im ERP-System jetzt direkt anlegen möchte. Dazu habe ich hier eine Funktionalität neue Artikelnummer im ERP reservieren. Beachten Sie jetzt mal hier die Artikelnummer. Das heißt, er zieht jetzt im ERP-System die nächste freie Nummer und reserviert sie für meinen Artikel. Und dann habe ich die Möglichkeit, diesen Artikel jetzt direkt aus der Schnittstelle im ERP-System anzulegen. Hier erscheint nochmal ein Kontrollfenster und über den Button Anlegen wird dieser Artikel jetzt direkt im ERP-System angelegt. Der ist jetzt übertragen, mehr ist nicht notwendig. Wenn ein Artikel vorhanden ist, schauen wir uns das auch an. Diese Artikelnummer habe ich ja gerade übertragen. Versuche den nochmal zu übertragen. Dann sagt das System, ist bereits vorhanden, kann nicht neu erstellt werden. Nun kann ich entscheiden, möchte ich diese Artikelinformationen sozusagen aktualisieren, nochmal neu schreiben. Dazu muss ich dieses Häkchen setzen und kann jetzt den vorhandenen Artikel in diesem Fall Taxmetall aktualisieren. Gut, schauen wir mal rüber. Taxmetall, was war das jetzt? 60164. Da ist die Riemenscheibe, die ich gerade über die Schnittstelle angelegt habe. Steht also sofort im ERP-System zur Verfügung über diese sozusagen Online-Direktschnittstelle. Gut, das wäre halt die reine Artikelfunktionalität, das Anlegen von Artikeln im ERP-System oder das Zuweisen vorhandener Artikel aus dem ERP-System. Unter Umständen kann über diese Funktionalität auch an ERP-Lizenzen im Unternehmen gespart werden, denn eine ERP-Lizenz wird mit dieser Funktionalität dann immer im Prinzip nur dann gezogen, wenn ich das Knöpfchen drücke. Also für den kurzen Moment, in dem der Artikel übertragen wird oder in dem ich Artikelinformationen lese. Ansonsten brauche ich hier, wenn ich jetzt normal arbeite, keine ERP-Lizenz. Das heißt, da können sich eigentlich mehrere Konstrukteure eine Netzlizenz vom ERP-System teilen. Schauen wir uns das Ganze jetzt mal mit einer Baugruppe an. Wir haben hier eine Spannvorrichtung. Und diese Artikelinformationen sind in diesem Fall auch im ERP-System jetzt schon vorhanden. Das heißt, diese Artikel habe ich über die Schnittstelle alle schon im ERP-System angelegt. Denn das ist im Prinzip die Voraussetzung, um eine Stückliste an das ERP-System zu übergeben. Das heißt, wir gehen jetzt einfach mal hier auf den nächsten Reiter, haben jetzt hier die Stückliste dieser Baugruppe und können jetzt diese Stückliste direkt an das ERP-System übergeben. Auch hier eine Fehlermeldung, das heißt Fehlermeldung eigentlich nicht, sondern ein Warnhinweis, dass diese Stückliste in diesem Fall vorhanden ist. Das heißt, auch hier
muss ich einmal das Häkchen setzen, dass ich die vorhandene Stückliste überschreiben bzw. ergänzen will oder ändern will. Und wenn ich jetzt die Stückliste übertrage, dann kommt hier die Meldung, dass 8 Datensätze übertragen worden sind. So, jetzt haben wir hier die Artikelnummer 60136. Das Ganze schauen wir uns auch mal hier im Stücklistenwesen vom Taxmetall an. 60136. Da ist sie und hier habe ich meine dazugehörige Stückliste. Ja, mit dieser Funktionalität kann ich also direkt ein Abbild meiner Inventor-Baugruppenstückliste an ein ERP-System übertragen. Wenn jetzt in dieser Baugruppe Dokumente enthalten sind, die noch nicht im ERP-System vorhanden sind, sprich denen noch kein Artikel zugewiesen ist, dann kommt ein Kontrollfenster, das uns genau auflistet, welche Artikel noch angelegt werden müssen. Die werden dann, wie gesagt, müssen dann händisch angelegt werden und wenn alle Artikel im ERP-System dann vorhanden sind, dann kann die Stückliste übertragen werden. Was wir nicht machen im Standard ist, dass wir automatisch bei der Stücklistenanlage alle fehlenden Artikel anlegen. Das können wir auch technisch realisieren, aber ist natürlich mit Vorsicht zu genießen, weil das könnte, ja, man könnte es eventuell als Artikelvervielfältigungsbefehl dann missbrauchen. Manuelle Auslöse der Stückliste, der Stücklistenübertragung an das ERP-System dient zur Übertragung einer Vorabstückliste, sprich wenn in der Stückliste Langläufe etc. enthalten sind. Letztendlich wird die Stückliste nochmal automatisiert übertragen, wenn der Status der Baugruppe oder des Bauteils in Bearbeitung oder von zur Überprüfung in freigegeben geändert wird. Dann wird die Stückliste automatisch vom MomJob-Server an das ERP-System übertragen. Dabei kann man aber auch noch andere Funktionalitäten abbilden. Man könnte dann durchaus auch nachher gehen und sagen, wir möchten dann von jedem PDF über den Jobs, von jedem Bauteil oder jeder Baugruppe, jedem IDW über den Jobserver ein PDF, 2D-PDF oder 3D-PDF erzeugen und es im ERP-System verlinken. Das heißt, man würde dann im ERP-System zum Artikel, wenn der Artikel freigegeben ist oder wenn das Bauteil freigegeben ist, ein dazugehöriges PDF-Dokument der Zeichnung sich anschauen oder ausdrucken können. Gut, das war eigentlich so ein Überblick über die ERP-Funktionalitäten aus MOM Exchange. Wie gesagt, diese Direktschnittstelle hat vom Handling sehr große Vorteile. Es ist für den Konstrukteur sehr, sehr einfach und ohne Aufwand zu bedienen. Im Gegensatz zu der Methodik über die Stammdatenverwaltung des World Professionals. Ein weiteres Modul unserer MOM PDM-Serie ist, wie gesagt, der Webclient. Wir können also hier jetzt über einen eigenen Webclient auf unseren Vault schauen. Ich melde mich dazu nochmal eben neu an. So. Auch hier gibt es diese Funktionalität ja schon von Autodesk, nur auch hier erst ab Vault Professional gibt es einen Webzugriff und wir können auch hier diesen Webzugriff auch schon über ein Vault Workgroup realisieren. Und wir haben auch mit diesem Tool die vielfältigsten Möglichkeiten. Ist natürlich in erster Linie ein Tool, zum Beispiel im Einkauf, in der Arbeitsvorbereitung, um Lesenden Zugriff auf den Vault zu gewährleisten, aber auch um sich Dokumente downzuladen. Man könnte, wenn man das Recht hat, aber mit dieser Version sogar auch Dokumente auschecken. Das ist eine Rechteverwaltung dahinter, ob ein Anwender Dokumente downloaden kann, auschecken kann, etc. etc. Und natürlich auch die Option, dass über dieses Tool nur freigegebene Dokumente gesichtet werden können.
Der Einsatz eines solchen Browsers hatte meistens eine Entlastung der Konstrukteure zu verfolgen, dass nicht dauernd jemand in die Konstruktionsabteilung herankommt und sagt und fragt, druck mir das mal aus, such mir mal die Zeichnung, da fehlt ein Maß etc. Sondern jeder Anwender kann über diesen Webbrowser sich seine Informationen selbst aus dem Vault herausholen. Gut, und anschließend möchte ich Ihnen noch kurz das Admin-Tool zur Sachmerkmalsleiste zeigen. Wir hatten ja hier, das war das Falsche, schauen wir uns das nochmal ganz kurz an, hier nochmal der Einfügebefehl im Vault, kann ich auch nochmal eben zeigen. Das heißt, wir hatten ja hier die Sachmerkmalsleiste beim Speichern. So, da wollte ich hin. Speichern unter. Das heißt, diese Vorgaben, die Ordnerstruktur für die Gruppklassifizierung der Produkte und die einzelnen Sachmerkmale der Sachmerkmalsleiste mit den Einträgen, ist ja unternehmensabhängig und in jedem Unternehmen anders. Und zur Verwaltung dieser Sachmerkmalsleiste stellen wir Ihnen ein eigenes Tool zur Verfügung, mit dem Sie diese Sachmerkmalsleiste komplett selbst verwalten können. Und das ist auch sehr, sehr einfach zu tun. Sie haben hier auf der linken Seite die Ordnerstruktur. Da könnte ich auch einfach mal hier auf die bekannten Motoren gehen. Dann wird es ganz deutlich. Da sehen Sie hier einmal den Ordnernamen, einmal die Bezeichnung, die dann bei mir in der Umgebung zum Beispiel in den Titel übertragen wurde. Dann hier eine englische Besetzung, Zeichnungsnummernkreis, Artikelnummernkreis könnte man hinterlegen. Und dann hat man hier die Möglichkeit, neue Ordner auf gleicher Ebene oder untergeordnet einzufügen oder auch umzubenennen. Umbenennen und löschen muss man natürlich aufpassen, wenn eine solche Klassifizierung schon steht. Da sollte man dann möglichst wenig noch ändern. So, und auf dem nächsten Reiter haben wir dann die Sachmerkmale. Und das ist auch ganz einfach zu machen. Wir haben dann hier, gehen wir mal aufs Drehmoment, in der ersten blauen Liste im Prinzip alle Sachmerkmale, die über die gesamte Struktur vergeben werden können. Und in diese Eigenschaften können Sie hier über diese Felder auch selbst anlegen. Das heißt, wenn ich neue Eigenschaft brauche, in irgendeiner Form einfach hier eintippen, hinzufügen und gleichzeitig auch im Vault anlegen. Können Sie auch definieren, ob das ein Pflichtfeld ist, ob es eine Auswahlliste, ob es eine zwingende Auswahlliste ist, den Datentyp etc. etc. So, ich habe jetzt hier den Ordner Drehstrommotoren angehakt oder markiert. Hier haben wir die Liste aller Sachmerkmale und in die erste grüne Liste schiebe ich dann über diesen Knopf hier dann die Sachmerkmale rüber, die Drehstrommotoren bezeichnen. Sieht man auch, wenn ich auf Wechselstrommotoren gehe, dann wird die erste grüne Liste auch geändert. So. Dann haben wir wieder eine blaue Liste. Hier sind jetzt zum Beispiel von der Liste Bauform alle Listeneinträge. Muss ich hier auch noch auf Bauform gehen? Alle Listeneinträge vordefiniert, die irgendwo in der Struktur möglich sind. Warum? Weil Wechselstrommotoren könnten ja andere Bauformen haben. Vorgehensweise also so, wie hier wieder alle Listeneinträge, die möglich sind, über die Struktur und in die zweite grüne Liste, schiebe ich jetzt die Listeneinträge wieder rüber, die genau für Drehstrommotoren gültig sind. Also globale Liste, blau, erste grüne Liste, ordnerspezifisch, dann zweite blaue Liste, globale Listeneinträge, die möglich sind, und die zweite grüne Liste, die Listeneinträge, die für den Ordner spezifisch sind. Das heißt, hier sehen Sie schon, können Sie wirklich komplett diese Sachmerkmalsleiste sich anpassen. Sie können auch hier die allgemeinen Felder sich anpassen von der Bezeichnung. Und Sie können auch hier dann diese Eigenschaften sich direkt im Vault anlegen.
was auch vom Vault, also sag mal, ohne so eine Funktionalität recht umständlich ist. Hier sind nochmal Pfaddefinitionen, die FinPon braucht. Das muss man einfach einmal einrichten und dann läuft das Ganze. Gut, das wie gesagt zum Admin-Tool, mit dem Sie in der Lage sind, sich Ihre Sachmerkmalsleiste komplett selbst zu erstellen und zu erweitern. Ja, das war es schon, was ich Ihnen live zeigen wollte. Sie setzen vielleicht schon den Vault ein, dann ist es gut so, dann sind die Daten auch im Tresor und sicher aufbewahrt. Aber ich sag mal, ohne ein Regelwerk, das für alle Konstrukteure gilt, sieht ein Tresor häufig nach kurzer Zeit schon so aus. Das heißt, in diesem Tresor werde ich wenig Chancen haben, vorhandene Bauteile, die ich verwenden will, zu finden. Und ein solcher Tresor im Einsatz im Unternehmen hat meistens zur Folge, dass sehr viele Bauteile eigentlich immer wieder neu konstruiert werden. Und sobald man ein Regelwerk hinterlegt, mit dem Dokumente klassifiziert und abgelegt werden, dann kommt eine Ordnung in den Vault und man hat gute Chancen, die Dokumente, die Bauteile wiederzufinden. Gut, dann vielleicht noch als Fazit, das haben wir gesehen, wir haben einmal gesehen, dass man Pinpoint, das Abfragesystem für Zeichnungsnummern, Bezeichnungen etc. im Zusammenhang auch gleich mit dem Mum Exchange direkt. Man kann natürlich, wenn man jetzt keine ERP-Kopplung realisieren will, das Mum Pinpoint auch allein mit der Sachmerkmalsleiste einsetzen. Dann den Jobserver, das Mum eView, das Mum Migration, den Webclient haben wir gesehen. Und ich denke mal, es ist klar geworden, wir erweitern halt durch Mum PDM den Vault und steigern dadurch die Produktivität, indem wir Werkzeuge zur Verfügung stellen, die die Abläufe effizienter gestalten. Was wir Ihnen übrigens zur Verfügung stellen können, wenn Sie Interesse an einer solchen Sachmerkmalsleiste mit Pinpoint haben, also wir können dieses Administrationstool Ihnen für 30 Tage zur Verfügung stellen, dann können Sie sich eine solche Klassifizierung eine solche Sachmerkmalsleiste einfach mal zusammenstellen, die für Ihr Unternehmen passen könnte und vielleicht würde es dann ja so weit so kommen, dass Sie dann sich auch sogar dazu entscheiden, dann Pinpoint mit der Sachmerkmalsleiste einzusetzen. Gut, wenn Sie Fragen haben zu der ganzen Thematik, können Sie sich auch gerne an mich direkt wenden. Hier ist meine E-Mail-Adresse. Fragen Sie mich, auch wenn Sie, wie gesagt, Interesse an der Testinstallation haben, des Admin-Tools, wenden Sie sich gerne an mich. Ja, dann bin ich am Ende meiner Vorstellung angekommen. Trotz des warmen Wetters hoffe ich, dass die Vorführung für Sie interessant war und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Dankeschön.